Mein Name ist Nils Schulz und ich begrüße Sie herzlich im Hauptstadtarchiv Stuttgart. Ich bin der Bearbeiter des fotojournalistischen Nachlasses des ca. 50 Jahre in Stuttgart tätigen Fotografen Burkhard Hödig. Heute möchte ich Ihnen zwei meiner Lieblingsarchivalien vorstellen, die uns aus sportlicher Sicht in die Glanzzeit der beiden Stuttgarter Fußballvereine aus Bad Cannstatt und Dägerloch führen. Das erste Foto zeigt eine Szene aus dem Stuttgarter Stadtderby in der ersten Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers. Im Vorfeld sprach man in Stuttgart wochenlang über nichts anderes mehr und schließlich setzte sich der Favorit VfB Stuttgart klar und souverän mit 4:0 durch. Auch für die aus Geislingen stammende Familie Allgöwer war dieses Stuttgarter Derby des Jahres 1988 ein außergewöhnliches Spiel. Standen sich doch die beiden Brüder Karl und Ralf im Neckarstadion gegenüber. Der VfB-Spieler Karl Allgöwer soll seinem für die Stuttgarter Kickers spielenden Bruder während des Spiels sogar zugerufen haben, er solle doch sein Trikot wechseln und für den VfB weiterspielen. Jetzt kommen wir zum zweiten Foto. Dieses zweite Foto wurde circa ein Jahr später im Neuen Schloss aufgenommen und zeigt die Bundesverdienstkreuzverleihung an den gebürtigen Stuttgarter und Präsidenten der Stuttgarter Kickers, Axel Dünnwald-Metzler. Diese Ehrung erhielt Dünnwald-Metzler jedoch ausgerechnet aus den Händen des baden-württembergischen Sportministers und VfB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder. Trotz der Rivalität zwischen den beiden Stuttgarter Traditionsvereinen konnten sich die beiden Vereinspräsidenten und Dudes-Freunde freundschaftlich gegenübertreten. Allerdings klebte Mayer-Vorfelder an diesem Tag das Pech an den Händen und der Orden ließ sich partout nicht an der Brust des Vereinspräsidenten der Stuttgarter Kickers befestigen und fiel mehrere Male auf den Boden. Schließlich schritt nach mehreren Fehlversuchen Ehefrau Ursula Dünnwald-Metzler ein und konnte die Auszeichnung doch noch an der Brust ihres Mannes befestigen und verhalf damit der Zeremonie doch noch zu einem glücklichen Ende. Nach diesem kleinen Ausflug in die Fußballgeschichte der Landeshauptstadt bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen vor allem Gesundheit.